Leerdo, heute mal ein Programm, das durchaus GIMP das Wasser reichen könnte. Krita, Karita, die nette Rieder. So sieht die Rieder aus. So, Rieder. Wir gehen auf Create, das Malprogramm, ne? Ein Malprogramm, das hat hier so eine Werkzeugleiste. Da kann man Farben auswählen und da gibt es dann so Effekten, Effektmagazin, ne? Also wir suchen dann hier so eine Farbe aus. Oder alternative Rechtsklick und suchen uns da eine Farbe aus, zum Beispiel mal Blau. Nochmal Rechtsklick, ist es fort. Gut, wir sehen an meinem Mauszeiger, da hängt so eine Wellenlinie. Das ist das Auswahlwerkzeug, das ich im Moment benutze. Mit Pinseln malen. Man könnte auch sagen, eine freie Handlinie. Jetzt haben wir auch noch so ein Füllwerkzeug, ne? Farblich zusammenhängende Bereiche füllen. Dann ist das Blau. Wir haben ja auch ähnlich wie im GIMP ein Effektmagazin, ja. Regentropfen zum Beispiel, sagen wir okay. Und dann haben wir ein paar Regentropfen auf unserem Dingens drauf. Das ist doch nett. So, natürlich können wir dann auch ganz normal Linien malen. Gut, jetzt möchte man sich die Linien vielleicht nicht kaputt machen. Das heißt, ich richte mal euer Augenmerk hier auf die Ebenen. Die scheinen mir sehr, sehr wichtig zu sein. Angenommen, ich möchte die Regentropfen auf jeden Fall behalten. Mit dem Pluszeichen, ne? Eine Ebene hinzufügen. Plus. So, mit dem Augensymbol an der Ebene 1 kann ich die Ebene ausblenden, die die Regentropfen hatte. Ich bin jetzt auf der Ebene 2 und kann da jetzt lustig was malen, meinetwegen in grün. Eine stinknormale grüne Linie. Jetzt ist mir die zu dünn. Kann ich hier die Größe ändern? Kann die Linie dicker malen, ja? Andere Linie. Gut, der Brush, also der Pinsel, den kann man hier rüber steuern, ja? Und da kann man jetzt zum Beispiel mit. Der heißt mit der Maus drüber oder Basic Paint Fill. Basic Paint Fill, dann ist das eine harte Linie. Gut, jetzt machen wir mal was Gescheites. Mit Steuerung Z kommt man zurück oder mit Bearbeiten rückgängig. So, jetzt machen wir mal eine gelbe Sonne. Eine gelbe Sonne. Ich habe da schon mal ein bisschen geübt. Gelbe Sonne mal. Gelbe Sonne könnte jetzt zum Beispiel mal so aussehen. Gut, jetzt hat die nur so einen Kreis. Steuerung Z. Übrigens, dieses Rastermuster sagt, das sind transparente Bereiche. Ne? Wenn ich mehrere Ebenen übereinander lege, sind die Bereiche durchsichtig. Füllung Vordergrundfarbe sagt mir, mein Kreis ist gefüllt. Sowas von gefüllt. Jetzt sieht die Sonne aber noch ziemlich langweilig aus. Ja, gut. Dann nehmen wir zum Beispiel einen Glow-Add-Effekt. Ein Pinsel, der einen Glüh-Effekt hinzufügt. Jetzt ziehe ich mir das nochmal da drüber. Zack. Und dann habe ich so einen Glüh-Effekt, ja. Oder ich gehe jetzt mal auf Weiß und ich sage nicht füllen, nicht gefüllt. Immer noch mit diesem Glow-Effekt, ja. Glow-Effekt Add. Genauso groß wie die Sonne ist. Und dann sieht das so aus. Jetzt kommt das nicht so rüber, weil ich die Ebene, die da drunter ist, ausgeblendet habe. Blende ich die wieder ein, sieht's so aus. Ich kann natürlich auch auf der Ebene malen, während die andere Ebene noch eingeblendet ist. Hier, wie gesagt, mit den Linienwerkzeugen kann ich natürlich dann Lichtstrahlen malen. Steuerung Z kann es wieder rückgängig machen. Gut, die Ebene hier ist mir jetzt viel zu groß geraten. Ich möchte die Sonne vielleicht da oben in der Ecke haben. Dann habe ich die Möglichkeit, die Ebenen zu bearbeiten. Und zwar gibt's hier eine Ebene oder Auswahl transformieren. So, jetzt hat das Ding so ein Kästchen drum. Jetzt seht ihr an den Pfeilen, jetzt kann ich die verschieben. Gut, jetzt kann ich die auch noch ein bisschen kleiner machen, dass die da oben in der Ecke ist. Aber wie fixiere ich das Ding? Enter drücke. Schon ist die fixiert. Gut, schöne Ebene. Ne? Die andere Ebene ist die, das ist die Ebene. Ich kann die Ebene auch umtauschen, ja? Ich kann die in der Reihenfolge ändern. Einfach umswitchen. Oder hier mit dem Pfeiltasten kann ich die dann auch nach oben schieben. Diese Ebene hat keine Transparenz. Ja? Die hat keine Transparenz. Kanal hat die ja oder nein? Ja, kann ich hiermit ein- oder ausschalten, ob die so einen Durchsichtigkeitseffekt hätte oder nicht. Die Ebene wieder nach unten. Ich glaube, das sieht dann schöner aus. So.
Folgendes, jetzt malen wir noch ein paar Linien dazu, aber jetzt, ich sag mal, nicht so dicke Linien. Unsere Sonne soll ja relativ klein bleiben. Ich bin auf der Ebene von der Sonne. Gelbe Sonnenstrahlen, ne? Gut. Könnte ich dazu malen. Diese ein bisschen dünn. Jetzt sehe ich, ich male eigentlich immer hier über den schönen Rand von der Sonne weg. Ne? Das gefällt mir nicht. Ich kann mir also noch eine Ebene machen, noch eine Ebene, boink. Und auf der Ebene male ich und ich male jetzt so ein bisschen dickere Strahlen. So, zack, immer noch mit diesem Glow Add, ja, mit dem Pinsel Brush, ja, mit diesem FX Glow Add, machen noch ein bisschen größer. Zack, so, zack, Sonnenstrahlen. Unsere Sonne soll schöner werden. Zack. Und zack und zack. So, die Ebene, da das jetzt wieder eine separate Ebene ist, die Strahlen und die Sonne, kann ich die Ebenen auch umtauschen. Sodass die Strahlen jetzt hinter der Sonne sind, seht ihr das, ne? Dann geht mir mein Rand nicht kaputt. Gefällt mir das jetzt, kann ich natürlich die Ebenen auch in untere Ebene einfügen, dann ist das eine Ebene. Jetzt ist es zusammen. Sollte man dann aber erst ganz zum Schluss machen, wenn man sich sicher ist. Ich mache eine neue Ebene. Ebene 4. Die anderen Ebenen, gut, die könnte ich drin lassen oder nicht. Die irritieren dann aber jetzt vielleicht beim Malen. Ich gehe mal auf Schwarz. Schwarz. Und jetzt male ich mal. Was ich hier noch gut finde, ist dieser Skizzenmodus hier. Das ist Sketch Ink Dirty XL. So, damit kann man irgendwas malen. Ich sage mal ein Haus. Oder ähnliches. Jetzt bin ich natürlich blöderweise immer noch auf dem Linienwerkzeug. Das ist natürlich nicht pfiffig. Damit kann man freier malen. Gut, auf der Ebene bin ich. Die Ebene ist sichtbar, die Ebene ist nicht sichtbar. Kann ich da jetzt was malen? Ja. Kann ich jetzt ein Haus malen zum Beispiel? Mal eben malen. Das ist wirklich schnell malen. Das ist Schnellmalwerkzeug. Um mal schnell was zu skizzieren, ja. Und da kann er Schornstein drauf, ne, da zieht der Rauch ab und wunderbar. So, das ist ein Skizzierwerkzeug, ja. Damit kann man mal schnell was skizzieren. Gartenzaun hinzu, wunderbar. Und ihr seht, die Ecken von dem Gartenzaun, die sehen schon so anders aus, ne? Machen wir eine Dachgaube, schwupp. So, ne, also ich kann nicht besonders gut malen und trotzdem wird das schon ganz pfiffig hier. So. Sehen wir das. Wie gesagt, mit den Ebenen. Ich kann die Ebene, die da drunter ist, mal eben ausblenden. Sieht so aus. Gut. Jetzt alle Ebenen eingeblendet. Sieht das so aus. Jetzt sehe ich, das passt jetzt irgendwie nicht. Das Haus ist viel zu riesig. Bin auf der Ebene von dem Haus und kann die Ebene wieder ein bisschen skalieren. Ja. Mache ich es ein bisschen anders. Verschiebe das ein bisschen, ja, dass das so ist. Und ich könnte auch die Ebene waagerecht spiegeln, wenn ich denn will. Dann sieht das so aus. Ja, dann zieht der Rauch woanders hin. Wunderbar. Na gut, lassen wir es mal stehen. Und wie gesagt, Enter drücken. Dann ist das fixiert. Jetzt gefällt mir der Hintergrund nicht. Gut, eins sehe ich hier, die Sonnenstrahlen, die sind eigentlich verkehrt, ne? Die Ebene von der Sonne müsste eigentlich drüber sein. Also lege ich die Ebene Sonne eins höher. So, jetzt geht die Sonnenstrahlen übers Haus. Und das sieht besser aus. Die unterste Ebene nehme ich mal jetzt weg. Da machen wir was Neues. Machen wir eine neue Ebene. Dann zeige ich euch noch einen anderen irren Effekt. Ebene 5 ist die leere Ebene. Die ist ausgeblendet. Die anderen Ebenen blende ich auch aus. Jetzt gehe ich mal grün. Jetzt brauchen wir noch ein paar Bäume. Ein paar Bäume in unserem Garten. So, hier unten ist ein Brush, ein Pinsel, der heißt Texture Paint Trees, ja. Und der Texture Paint Trees geht zum Beispiel entlang einer Linie, ja. Oder wenn ich das Freihandwerkzeug nehme, entlang einer freien Linie, Steuerung Z, oder zum Beispiel auch eines gefüllten Kreises. Schwupp. Und schon habe ich einen wunderschönen Garten gebastelt. Ebene. Die Ebene mit dem Häuschen blende ich ein, die Ebene mit dem Sonne blende ich ein. Gut, ich bin auf der Ebene mit dem Garten. Die passt jetzt irgendwie nicht zum Häuschen. Das Häuschen ist irgendwie noch viel zu groß. Viel zu großes Häuschen. Also ein kleineres Häuschen. Zack. Hin.
Und Enter gedrückt. Und den Garten, ja gut, den Garten könnte ich ja ein bisschen drehen. So rumdrehen oder so rumdrehen. Zack. Verschieben, dass das Häuschen da schön draufsteht auf meinem Garten. Kann ich dran rumzerren und drück Enter. Dann sieht das so aus. Und den Hintergrund kann ich dann auch noch meinetwegen einblenden. Dann sieht das so aus. Gut. Ja, jetzt stört die Ebene, die ist hier am wenigsten. Ne? Die kann ich natürlich auch entfernen. Gut, machen wir noch eine neue Ebene. Jetzt brauchen wir einen neuen Hintergrund. Die Ebene hinten dran, die machen wir ganz anders. Gut, wir haben ja noch genug andere Werkzeuge. Genug andere Werkzeuge und andere Farben. Ja, was nehmen wir denn? Dunkles irgendwas. Was nehme ich? Sowas, sowas. Ist egal. Gut, nehme ich mal so eine Farbe. Und zum Beispiel mit Brush könnte ich jetzt da hinten was malen, sofern ich denn auf dem Linienwerkzeug bin. Ne? Kann ich ja brushen. Das dauert aber ein bisschen. Ne? Dieser Brush, der hat so eine gewisse Zeitverzögerung. Ihr seht, der braucht so ein bisschen, bis der fertig ist. Und jetzt sehe ich von der Ebene her, dann ist der vielleicht noch nicht so pfiffig. Der ist nämlich über dem Garten. Ne? Der sollte dann vielleicht hinterm Garten sein. So, und die Ebene, die kann ich dann auch noch wegen meiner Füllen mit irgendwas Füllwerkzeug. Kann das meinetwegen dann noch mit Rot füllen. Schwupp, ne? Könnte es füllen oder auch nicht. Das sieht nicht so toll aus. Mache ich mir lieber eine neue Ebene. Die Ebene, die anderen Ebenen mal ausgeblendet. Dann geht das besser. Füllen. So, das ist die Ebene. Die anderen Ebenen eingeblendet. Eingeblendet, eingeblendet, eingeblendet. Sieht das Ganze so aus. Und die Ebene, die legen wir mal besser über die gefüllte Ebene, dass man die überhaupt sehen könnte. So. So ungefähr funktioniert das, ne? Ist ganz witzig gemacht, hat noch ganz, ganz viele tolle Effekte und Special Effects. Zum Beispiel gibt's die Deformation, ja. Dafür nehme ich da besser mal die Ebene, die nicht so aufwendig aussieht. Zum Beispiel die hier. Deformation, ich gehe auf mein Freihandwerkzeug. Der Brush ist jetzt auf Deform Move. Jetzt mache ich mal einen Kreis. Und ihr seht, dann fängt er an, das so zu verschmieren. Ja, zum Deformieren. Könnte man auch gut für Bilder nehmen. Und es gibt auch einen Modus, da kann man so, ich sag mal, sternförmig malen. Blau oder wie auch immer, grün. Dann macht er das so. Ich bin noch auf dem falschen Brush. Ich bin noch auf dem falschen Brush. Ich gehe auf den da. So, jetzt muss ich nur auf den Modus gehen. Dann seht ihr gleich, aha. So könnte man dann auch malen. Ne? Das ist hier dieses mit mehreren Pinseln malen. Ja, gut. Und hiermit kann man wieder was löschen. Gibt viele, viele, viele Strukturen, ne, die man drüberlegen könnte. Ja, zum Beispiel sowas. Oder gehen wir mal auf eine andere Farbe. Mache ich mal dieses Mehrfachmal-Dings wieder weg. Und dann gibt es dann sowas. Sowas. Sowas in der Art. Gut, jetzt blende ich die Ebene wieder ein. Ja, die Ebene wieder eingeblendet. Das, das und das. Es gefällt mir der Hintergrund doch nicht so toll. Blende ich die Ebene wieder aus. Habe ich wieder mein Häuschen. Wie gesagt, mit den Filtern kann man noch tolle Sachen weichzeichnen und so weiter. Angenommen, ich wollte jetzt die Sonne weichzeichnen. Filter weichzeichnen, Gaussian Weichzeichner. Okay, dann würde die weich gezeichnet und solche Geschichten, ja, können wir noch alles machen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Das war Krita, ne? Die Rita übers KDE-Projekt über Rita Krita. Sehr schön. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.